Hi Leute und willkommen zurück in der Winterwunderwelt. Ja, wir hatten im letzten Video ja hier ein ganz kleines Problem, oder genauer gesagt war es 6 Kilometer lang. Und habe nun hier ein bisschen was verändert, denn vorher war hier vorne noch eine Ampel und halt die vorne auf der Kreuzung. Die ist immer noch geblieben hier, aber habe die Ampel hier vorne weggemacht und eine direkte Verbindung von der Autobahn hier rüber bis hier hinten hingelegt. Von der anderen Seite geht es dann kurz nochmal runter und es geht hier wieder hoch. Bedeutet, der Verkehrstrubel dürfte jetzt etwas geringer ausfahren. Ja, das passt auch. Aber, ja, die warten immer noch bis hier hinten. Bedeutet, wir brauchen noch eine Ausfahrt, am besten hier vorne auf der Seite oder auf der anderen Seite nochmal. Ich würde sagen, das machen wir jetzt auch sofort. Also müssten wir von hier aus gesehen eine Ausfahrt runterziehen auf die Seite. Und dann nochmal auf die andere Seite. Ja, das wäre eine gute Idee. Gut, was hätten wir denn hier? Ich würde sagen, wir nehmen einfach hier das mit den Bäumen. Ist so ganz gut. Und einmal gebogen, bitte. Gebogen, ja, sehr gut. Aber von hier aus gesehen, nehmen wir einmal so rüber, bitte. Ach, das ist direkt bei der Bahn. Moment, na, dann gehen wir ein bisschen. Ach, die Leitungen sind im Weg. Ja, bis hier rüber ist so okay. Dann können wir auf jeden Fall bereits hier abfahren. Aber wir brauchen ja auch noch für die andere Seite etwas. Das machen wir dann von hier aus gesehen. Würde aber lieber hier so anfangen. Und dann einmal rüber gehen. Was ist denn da im Weg? Hä? Oh, das ist bereits belegt? Womit denn? Dann gehen wir halt so rüber und dann so. Hier ist keine Leitung. Hier sind nur Tannenbäume. Dann fangen wir halt, ja, ein bisschen weiter. Ja, fangen wir halt hier vorne an. Womit? Ach, jetzt geht das. Gut, mal kurz nachgucken. Also, einige biegen bereits hier ab. Das ist sehr gut. Die anderen fahren immer noch weiter und wollen dann hier runter. Also brauchen wir noch eine Ausfahrt. Und zwar hier oben irgendwo. Mal kurz nachgucken. Die Autobahn ist ja hier in der Mitte. Wo könnte man da was hinmachen? Normalerweise hier. Aber hier ist der Friedhof im Weg. Hier ist auch irgendeine Freizeitaktivität im Weg. Wohin denn damit? Es ist ja irgendwie kaum Platz halt. Das ist das Problem. Oder ich müsste von hier aus gesehen runtergehen mit einem Tunnel und dass die Ausfahrt dann hier irgendwo endet. Das könnten wir auch so machen. Aber werde dann erstmal mit der Seite hier anfangen. Und zwar von hier aus gesehen. Hier ist ja sowieso eine Kreuzung. Das passt ja dann. Gehen dann einmal so rüber. Gut, dann hätten wir die eine Verbindung. Jetzt müssen wir noch eine Verbindung ziehen für die andere Seite. Also da brauchen wir wohl auf jeden Fall einen Tunnel. Weil hier ist einfach kein Platz für eine weitere Anbindung. Der Friedhof ist im Weg. Die Freizeitaktivität. Hier sind die Hochhäuser im Weg. Also müssen wir irgendwie mit einem Tunnel runtergehen. Nehmen da aber lieber die gerade, so. Wo gehen wir runter? Sollte auf jeden Fall ein bisschen Platz da sein. Wenn wir hier runter gehen, das ist kein Problem. Da vorne ist aber noch ein Tunnel. Oh, da müssen wir aufpassen. Weil wir können ja auf gar keinen Fall hier so runtergehen. Oder dran vorbeigehen, wegen dem anderen Tunnel. Also, das war jetzt aber auch ein bisschen blöd von mir hier. Dann müssen wir doch hier rüber. Dann sofort wieder nach oben. Oder können wir hier hoch? Nee. Na, dann gehen wir einfach hier hoch. So. Das hätten wir. Ich gehe nochmal kurz rüber zur Brücke. Also hier warten noch einige. Und da vorne. Hier biegen nur ganz wenige ab. Okay. Was soll das? Ja,
Die warten und warten und warten hier. Und was machen die da? Die wollen alle auf die mittlere Seite. Irgendwie will keiner hier abbiegen. Aber wieso? Die können hier abbiegen und dann können die hier irgendwo hinfahren. Aber nein, die wollen alle hier in der Mitte abfahren. Hier müssen noch ein paar Gebäude weggemacht werden. Das ist ja kein Problem. Oh, da sind aber sehr viele Müllberge. Und was haben wir hier? Es brennt. Tatü, tata. Die Feuerwehr, die pennt. Ja, die pennt immer noch, oder? Tatü, tata. Irgendjemand da? Nein. Keine Feuerwehr da. Also, das kommt hier noch weg. Das hier auch. Müllberge, ja. Wo ist die Mülldeponie? Die war irgendwo... Ach, da vorne auf der Seite. Auf der linken Seite hier, genau. Klick mal ganz kurz da drauf. Es sind alle Müllwagen in Verwendung. Also in Betrieb. Und gehen wir mal kurz hier drauf. Müllverbrennungsanlage. Da passt auf jeden Fall noch genug rein. Ja, hier wird angezeigt 4% voll. Aber wir haben halt einfach zu wenig Müllwagen. Könnte normalerweise daneben noch eine Mülldeponie hinsetzen, weil niemand will ja neben dem Müll wohnen. Also muss die Mülldeponie ja doch etwas weiter weg sein. Also weit genug weg von den Wohngebäuden. Passt die auch hier oben hin? Ja. Gut, jetzt hätten wir also doppelt so viele Müllwagen. Das ist sehr gut. Und, ach, jetzt da unten wird der Balken angezeigt für die Industriegebäude. Dann können wir damit auch weitermachen. Wo war mein Industriegebiet? Ach, hier oben. Gut. Also, wo war das? Das war das Gelbe hier, oder? Moment, Industriegebiet. Genau. Ich wollte das ja lieber mit dem mittleren Radius hier machen. Kommt einmal komplett Industriegebiet hin. Also hier in das ganze Gebiet. Klar, ein kleines Krankenhaus oder eine Polizeiwache kommt hier auch noch hin. Ich glaube, ich habe jetzt gerade zu viel markiert, oder? Sonst sind die ganzen Gebäude nachher wieder leer. Dann müssen die wieder abgerissen werden. Deswegen kommt hier ein klein wenig weg. Da oben die Seite auch noch. Moment, hier sind noch 2 Quadrate. Die kommen weg. Ah, Moment. So. Das dürfte okay sein. Also, Polizeiwache, genau. Die kommt dann hier oben hin. Feuerwehr, Moment, ach, war hier. Feuerwehrwache kommt dann daneben hin. Etwas für die Gesundheit kommt dahin. Brauchen wir hier oben noch irgendwas anderes? Klar, Energie brauchen wir, aber Moment, haben wir alle Leitungen? Nee, wir haben hier noch gar keine Leitung. Oh, Fehler im System. Ich hatte das ja beim letzten Mal total übersehen. Was heißt übersehen? Ich hatte hier die Wege gezogen. Hab danach woanders weitergemacht. Aber das ist ja nur ein ganz kleines Gebiet. Das können wir jetzt eben mal kurz machen. So, hier noch rüber. Dann gehen wir da rüber. Gut, jetzt fehlt noch die Energie. Dann nehmen wir aber so ein paar Windräder, Windturbine. Was haben wir denn hier? Wo kommen die denn hin? Würde sagen, ein paar kommen hier hin. Ah, hier noch ein bisschen mehr. Dann da noch hin. Und hier auch nochmal hin. Gut, jetzt ziehen wir noch eine kleine Leitung rüber in das Gebiet. Damit die auch mit Energie versorgt werden. Hier ist es grün, aber jetzt brauchen wir noch ein paar Meter. Gut, das hätten wir. Guck nochmal kurz nach. Industriegebiete. Ja, die sind hier alle markiert. Das bleibt jetzt erstmal so. Normalerweise müssten die doch jetzt hier mit Energie versorgt werden, oder? Wo liegt das Problem? Die Meldung müsste normalerweise weggehen. Ah, okay, gut. Dann können wir auch weitermachen. Mit dem Gebäude, das hier wegkommt. Oh, es brennt wieder. 3 Feuerwehrwagen. Wow. Die halten mal wieder irgendwo drauf, wo absolut kein Feuer ist. Tatü, tada. Ach, der Müll liegt hier
immer noch überall rum. Ich muss mal kurz nach oben gehen. Nachgucken, wo war die andere Mülldeponie? Hier. Hier sind auch alle Müllwagen in Betrieb. Und hier? Ja, auch. Okay. Aber die müssen ja alle hier lang fahren. Dann fahren die hier lang, da lang. Dann fahren die hier runter und kommen irgendwo. Wo kommen die nochmal hoch? Ich glaube, die kommen hier hoch. Ja, von hier müssten normalerweise alle Müllwagen kommen. Oder? Ich glaube ja. Und da unten, Moment, Moment. Ja, das ist der Müllwagen. Kurz draufklicken. Er fährt wieder zurück, weil der voll beladen ist. Könnten wir noch irgendwie einen kürzeren Weg nehmen? Ich habe ja hier von der anderen Seite aus gesehen. Auch einen Tunnel gezogen. Der geht hier wieder hoch. Aber endet nirgendwo. Das ist auch das Problem. Die Müllwagen, die brauchen einfach so lange, weil die hier im Kreis fahren, dann fahren die wieder den ganzen Weg zurück. Also brauchen wir eine neue Verbindung. Aber die müsste dann hier so lang gehen. Aber lieber unter der Erde. Unter der Erde geht die hier so lang dann. Und würde dann auch da vorne enden. Ja, das ist eine gute Idee. Das machen wir jetzt. Was habe ich hier genommen? Was für Wege? Oh. Ja, das ist so vereist, man kann gar nichts mehr erkennen. Dann nehmen wir einfach das hier. Gehen von hier aus gesehen. Unter die Erde, bitte. Kommen wir damit so rüber? Sehr gut. Da vorne ist der andere Weg. Ah, bis hier hin noch. Und jetzt gehen wir wieder nach oben. Gut, jetzt dürfte der Weg ein paar Meter kürzer sein, obwohl die ja immer noch sehr lange fahren müssen. Normalerweise fahren die von hier aus in den Tunnel, kommen hier raus oder die nehmen halt den anderen Weg dann. Aber klar, der Weg ist relativ lang, aber wo soll man denn sonst die Mülldeponie hinsetzen? Gut, womit machen wir weiter? Guck mir das Ganze mal kurz hier an. Hier muss ein Gebäude weg. Wie sieht das denn hier aus mit den Bürogebieten? Moment, das war hier. Oh, die sind mittlerweile alle da. Da brauchen wir wohl noch ein paar mehr von. Das ist ja überhaupt kein Problem. Dann machen wir das hier noch. Voll auf der Seite, so. Und wo denn noch? Hier sind überall Gebäude, überall. Wir könnten noch rüber auf die Seite gehen. Wo kommen die anderen hin? Ich würde sagen, hier vor der Brücke. Einmal die Reihe hier voll machen. Ich würde sagen, bis hier hinten hin. Gehen wir einmal hier so rüber. Ah, das dürfte für den Anfang genug sein. Die ganzen Gebäude, die müssen ja erstmal gebaut werden. Das dauert ja auch eine Weile.